So, eigentlich wollte ich einen Übergang machen, wo man gar nicht merkt, dass ich zwischendurch eine Aufnahmepause hatte. Aber ich habe vergessen, wo ich den Schnitt gesetzt hatte. Und deswegen, ich hoffe mal, der war hier passend. So, Nuri unterhält sich mit dem Guten hier. Wir müssen noch den Lieblingswein rausfinden. Ein Eisenring ist Hier dort. werden Schiffe verteut. Ich will mal gucken, diesen Ring konnte ich nicht anschauen, ne? Nein. Okay. Du glaubst mir wohl nicht. Der Ma Ein Zapfhahn und eine leere Branntweinflasche. Gibt es hier vielleicht noch Fest was? verknotet. Wozu noch mehr Schaden anrichten? Aus Spaß? Viel zu nass. Ja, das stimmt. An die Fässer komme ich nicht ran. Nein, kann ich meinen Spiegel wieder haben? Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Das war schon alles. Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Fingerchen weg, junger Mann. Okay. Gut. Das war's hier auch. Sonst ist hier nichts. Dann habe ich mitunter hier was übersehen. In die Taverne konnte ich nicht. Ich hätte ja auch gedacht, diese Haken hier sind so dominant. Auch hier ist nichts weiter außer das Beiboot. Der Wächter. Ein Enterhaken. Das Seil ist zu kurz. Vermutlich auch besser so. Okay. Welcher Haken? Ein Henkel, ein Haken, aber kein Platz zum Aufhängen. Okay, warum sollte ich den Eimer aufhängen? Sehe ich hier halt ehrlich gesagt nicht. Der Fährmann hat jederzeit ein Auge auf seinen Fisch. Wir können ihn ja vielleicht von hier hinten mit dem Enterhaken holen. Zu auffällig. Zu auffällig, das dachte ich mir. Ich hätte halt gedacht, dass es hier hinten noch irgendwo hingeht oder irgendwo eine Wirtschaft, aber. Fährmann? Huh? Kannst du mir einen Fisch abgeben? Huh? Nur einen Fisch, mehr nicht. Leihst du mir deine Angel? Mach es gut.
Also ich muss noch rausfinden, was für ein Wein der gute Mann mag. So viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Ich wüsste halt nur nicht. So viel Fieber. Wenigstens stehe ich nicht. Warum ich das Ganze. Zum Glück leide ich nicht unter Reinlichkeitswahn. Also. Ja, ich hab's da jetzt hängen, aber. Verschwendung. Das ist ein Fenster da drin. Ich komme hier aber an kein Fenster ran. Was gibt es, Landratte? Bis später. Na? Noch einmal zu Harm. Weißt du, welchen Wein Harm am liebsten trinkt? Du stellst Fragen, Kind. Trinkt eigentlich immer nur Wasser, das Väterchen Harm. Eine andere Frage. Du weißt also von Goswins Pritt. Keine Ahnung. Aber du hast gehört. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Bene. Kann ich den Frosch kaputt machen? So leicht zerbricht das nicht. Gut, aber jetzt können wir ja eigentlich zu Harms. Das wäre dann ja doch schneller gegangen, als ich dachte. Hey, hey, hey! Immer langsam! Harm muss die Nachricht sofort erhalten. Beruf, Lieblingstier, Wein. Also, was ist Harms Profession? Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Harm liebt Geld. Ja, ja, ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Kann Arauken nicht mal seine Boten ordentlich einweisen? Verschwinde, Rotznase. Und lern, wie man als ehrbarer Schmuggler zu reden hat. Und dann ist bestimmt auch bei Wein auch noch mal was und eieiei, und jetzt läuft man hier hin und her. So, du kannst mir doch bestimmt helfen. Brauchst du was? Kennst du dich auch mit der Schmugglersprache aus? Ja, sicher. Kannst du mir ein paar Wörter beibringen? Warum nicht? Aber du musst vorher eine Kleinigkeit für mich erledigen. Was muss ich tun? Mir bereitet ein kleines Rätsel Kopfschmerzen. Harm und seine Leute machen mit ihrem Schmugglergeschäft einen Haufen Geld. Aber es scheint einfach keinen Umschlagplatz zu geben, an dem das ganze Zeug gelagert wird. Natürlich muss es einen geheimen Platz geben. Und da komme ich ins Spiel. Niemand kennt dich. Du kannst dich freier bewegen. Also finde den Platz. Es muss ein Lager oder etwas Ähnliches mit einem geheimen Zugang sein. Na gut. Moment, das ist noch nicht alles. Auf diesem Umschlagplatz muss es eine Walbeinschnitzerei in Form eines Krakenmolchs geben.
die Schmuggler den Walfängern gestohlen haben. Diese Schnitzerei will ich haben. Was willst du eigentlich mit dieser Schnitzerei? Das ist meine Sache. Du bringst sie mir einfach. Verstanden? Noch einmal zu Harm. Eine andere Frage. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. So, ein geheimer Eingang. Hallo. Du kennst ja nicht zufällig, ne? Der ist ganz vielleicht auch. Sag mal. Kannst du dem Fährmann im Hafen einen Fisch für mich abschwatzen? Ja, wenn du Lust auf Fisch hast. Wo ist er? Direkt am Kai. Ich lass den Eimer mal hier hängen. Der Fährmann hat jederzeit ein Auge auf seinen Fisch. Sag mal, Nuri, hat er dir den Fisch gegeben? Ja, sicher. Hier hast du ihn. Wir haben noch ein bisschen geplaudert. Worüber denn? Ach, über dies und das. Bin gleich zurück. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum ich mache, was ich hier mache. Kommt der da rein? Brauche ich vielleicht noch. Okay. Ich schicke sie noch mal ins Badehaus. Mal schauen, ob sie da noch irgendwie für irgendeine Sag mal, Aktion Nuri, sorgt. Kannst du dich bitte noch einmal. Aber du musst nicht gleich wieder zu ihm in die Wanne steigen. Ach, keine Sorge. Ich mach das doch gern. Ich meinte nur. Ich liebe es zu baden. Immer wieder. Worüber habt ihr euch denn unterhalten? Mach es gut. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Das war schon alles. Was gibt es, Landratte? Bis später. Sag mal, Nuri. Bin gleich zurück. Ich hätte ja gedacht, dass sie hier jetzt vielleicht für ein bisschen Aufsehen sorgt, aber dem ist nicht so. Ich weiß nicht, ob ich gerade hier für die Aufnahme vielleicht doch die Hinweise anmache. Damit ich sehe, ob ich Hallo. Nichts übersehe. Hey, der ist ganz vielleicht auch.
Aber ich konnte den Eimer hier jetzt hinhängen, aber davon habe ich nicht viel. Oder habe ich da drin eine Treppe übersehen? Nein, hier gibt es keinen, auch wenn ich hier hingehe, keinen Bildschwenk. Nee. Enterhaken habe ich, Zapfhahn habe ich. Warte mal. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich könnte einbrechen. Andererseits ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Prisma noch dort ist. Ich schaue mich erst einmal weiter um. Ja, aber vielleicht ist da der geheime Umschlagplatz. Wozu denn? Nur mal ein Loch in die Wand machen. Was weiß ich? Keine Zeit für sowas. Das sieht halt auch recht spannend aus. Kann ich deine Hand drehen? Ah, nein. Hier. So nicht. So nicht, okay. Brauchst du vielleicht ein Handtuch? Hatte schon bessere Einfälle. Eindeutig. Guck noch einmal hier und ansonsten schalte ich mal die Hotspots ein. Der Fährmann. Meine Maus hängt auch ein bisschen. Aber ich habe hier natürlich einen anderen PC-Aufbau als zu Hause. Vielleicht reicht das da nicht. Von der Funkstärke her. Keine Zeit für Experimente. Ich habe für so vieles keine Zeit. Okay, gehen wir doch mal in die Einstellungen. Wenn mit einem Gegenstand aus dem Raum auf ein anderes Objekt im Raum gezeigt wird. Okay, nee. Aktionshilfe. Ich mache erstmal nur die Hotspot-Anzeige. Und gucke einfach mal, ob ich was übersehen habe. Ach, guck mal da. Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. Zu auffällig. So wecke ich das ganze Schiff auf. Ich putze jetzt nicht. Entschuldigung. Also das Loch ist da. Das Loch hilft uns jetzt aber nicht. Ist schon zerbrochen. Nicht viel. Mal gucken, wo ich was übersehen habe. Oh. Da, okay. Ja, darauf muss man erstmal kommen. Also er ist farblich ein bisschen anders. Aber jetzt kann ich... Das wollte ich schon immer mal machen. Oh, ich weiß nicht.
Okay. Ist mitgenommen. Huch. Dumm, dass es kein kleines Handfass ist. Ein Orkschädel. Beunruhigend. Derselbe Orkschädel wie auf der Schnapsflasche. Derselbe Orkschädel. Ich dachte, du füllst vielleicht mal was ab, aber anscheinend. Das ist aber hoch eingesteckt. Noch fließt kein Schnaps. Erst muss ich den Zapfhahn in das Fass schlagen. Na, nimmst du den. Meine Maus ist sehr hakelig. Macht bestimmt auch keinen Ärger. Hoffentlich trinkt der Fährmann das Zeug, nachdem er uns zum Feentor gebracht hat. So, nun brauche ich aber nach wie vor... das Prisma. Wie soll ich da rankommen? Mein Arm ist zu kurz. Unerreichbar. Damit reiße ich noch das ganze Regal um. Ja, es macht doch nichts. Na dann, es tut mir leid, meine Maus nervt mich gerade ein bisschen. Plopp. Gut, dass Nori nicht hier ist. Das wird immer schlimmer mit der Maus. Ach, ich glaube, ich habe die Batterie neulich erst gewechselt. Unerreichbar. So, wir haben... Ich steck mal kurz meine Maus um. Einen Moment. Ich hoffe mal, dass es hier jetzt besser ist. Ich habe deinen Umschlagplatz entdeckt. Meintest du diesen Krakenmolch? Zeig her. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ja, er ist wirklich wunderschön. Und jetzt zur Schmugglersprache. Also gut. Ich habe hier einen Zettel. Da sind die wichtigsten Schmugglerbegriffe draufgemalt. Du musst sie nur noch richtig deuten. Wenn das nur ein wertloser Fetzen ist. Was dann? Jetzt nimm schon. Na, dann schauen wir uns das mal an. Geld sind Motten. Höhle Hase. Wanne Toilette. Baum, Elb, Nase, Haken. Waltran oder so. Gibt es irgendwo Wasser? Frosch. Froschwein. Motte. Okay. Wir probieren es mal.
Hey, hey, hey. Immer langsam. Harm muss die Nachricht sofort erhalten. Beruf, Lieblingstier, Wein. Also, was ist Harms Profession? Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Harm liebt Motten. Viele Motten. Ja, genau. Letzte Frage. Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Harm am liebsten? Froschwein. Harm trinkt nichts als Froschwein. Ja. Klarer Froschwein, klarer Kopf. Dann lass mich jetzt endlich zu ihm. Die Nachricht ist wichtig. Ja. Zuerst muss ich dich aber nach Waffen durchsuchen. Bekommst du wieder, wenn du rauskommst. Dann zieh mal blank die Taschen. Ein Bote, ehrenwerter Harm. Er hat eine Nachricht von Arauken für euch. Lass ihn rein. Gib auf deine Worte Acht, Kleiner. Arauken schickt dich also. Komm näher. Ich will dich im Blick haben. Du stinkst. Du stinkst, als hättest du wochenlang in der Wildnis gehaust. Ich kann mir das Badehaus nicht leisten, ehrenwerter Kaufmann. Götter, wie rührend ist die Provinz. Was starrst du so? Ist dir dein kleines Makrelenhirn ins Gedärm gerutscht? Oder stimmt etwas mit meiner Haut nicht? Ich will's nicht sagen, aber das sieht nicht gut aus. Euer Hals, ehrenwerter Harm. Vielleicht solltet ihr etwas gegen die hässlichen Striemen unternehmen. So? Gut. Immerhin hast du Rückgrat. Anders als die restlichen Morastfresser in diesem verfluchten Sumpf. Keine Sorge. Meine Krankheit ist tödlich, aber nicht ansteckend. Wie heißt du? Geron. Warum trägst du deinen Anker nicht, Geron? Welchen Anker? Wundervoll. Arauken hat mir einen Dummkopf geschickt. Es war ausgemacht, dass unsere Boten einen Anker tragen. Davon weiß ich nichts. Also schön, gib mir die Nachricht. Ha! Die Walfänger wollen noch diese Nacht angreifen? Haben sie nicht gelernt, dass man sterbende Wölfe schlafen lässt? Sollen sie kommen? Das Prisma gehört mir! Geron, warum habe ich dich bei Arauken noch nie gesehen? Ich bin kein Bote. Die Nachricht habe ich jemandem abgenommen. Ich bin hier, um das Prisma zu stehlen. Ich lache. Und jetzt pass gut auf. Siehst du die Handarmbrust hinter mir? Eine falsche Bewegung und es war deine letzte. Ein unbedachtes Wort und deine Kehle ziert ein Bolzen. Versuch mich zu bestehlen und du wirst gegen die Pforte des Totenreiches pochen und um Einlass betteln. Meine Hand mag zittern. Aber auf diese Entfernung treffe ich die Läuse auf deinem Kopf. Glaub mir, Neuling, das Leben ist zu kurz, um mit dem Feuer zu spielen. Das Glück ist eine launige Hure. Kann ich sonst noch etwas tun? Halte dich in der Nähe, bis meine Antwort an Arauken fertig ist. Wenn du durch diese Tür trittst, wird mein Wächter dich durchsuchen. Also lass deine verdreckten Finger von meinen Schätzen. Ach ja, nimm diesen Anker. Sein erster Träger hat ein vorlautes Maul. Jetzt braucht er ihn nicht mehr. Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft, wer stellt die her? Ein außergewöhnlicher Freund. Verstehe. Das Schöne ist ja, glaube ich, dass man in diesem Spiel nicht Game Over, also sterben kann. Insofern kann man ja einfach fragen. Steht etwas Schlimmes in der Nachricht? Was geht dich das an? Habt ihr kein Mittel gegen den Ausschlag? Lebertran. Die jüngste Wunderkur der Quacksalber. Verzweifelte Hoffnung ist das Brot der Todgeweihten, nehme ich an. Mach dich nützlich und hol meine Flasche aus der Anrichte. Warum wollen die Walfänger dieses Prisma von euch rauben? Es ist der Schlüssel zu einer neuen Welt. Eine Welt des Lichts. Eine Welt der Heilung. Und mehr musst du nicht wissen. Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft, wer stellt...
ein Auf... Verstehe. Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. Ich fasse lieber nichts an. In dieser Kajüte hört man sogar die Schaben krabbeln. Ein Schmuckkästchen. Oder eine Geldkassette. An der Klappe sind Warnglöckchen. Hinterhältig. Ich schätze, das soll einen dieser Walfische darstellen. Ein sonderbares Licht dringt aus seinem Maul. Eine Flasche dürfte reichen. Mal schauen, ob man das... Wird doch nichts. Okay. Soll ich das Fenster aufmachen? Die Luft wird eurer Haut gut tun. Tu, was du nicht lassen kannst. Wundervoll, gröhlende Torwaller. Ich hasse den Norden. Euer Lebertran. Danke. Noch etwas Lebertran? Ja, was soll's. Warum sollte ich? Das geht so nicht. Ich will die Kerze eigentlich gar nicht mitnehmen, aber ich kann sie auch nicht zurücklegen. Genug Frische, wenn du das sagst. Eimer. Ja, das war's ja so ziemlich. An der Klappe sind hinterhältig. Diese albernen Glöckchen sollen nicht das Letzte sein, was ich in diesem Leben höre. Sobald die Glöckchen klingeln, hab jede andere Fähigkeit. Das hilft auch nicht weiter. Ich dachte, ich könnte das die... Es gibt nur Wachs. Ich dachte, ich könnte die abdecken. Ich dämpfe das Klimpern mit dem Handtuch ab. Nein, das reicht niemals. Okay. Ich gehe mal in die nächste Folge und sage bis später.